Servus und herzlich willkommen zu dem, was im Titel steht. Denn wir machen eine kleine Welttour. Ich wurde von ein paar Leuten gefragt, ob ich nicht eine machen kann und mal herzeigen kann, was denn ich in meiner Singleplayer-Welt so gebaut habe. Und ich dachte mir immer, naja, warum soll ich das machen? Es ist ja nur meine Schrottwelt, was gibt's da schon zu sehen? Aber ich dachte mir auch schon die ganze Zeit, wenn denn irgendwann mal meine diamantene Hacke, also die Hoe, kaputt gehen sollte, was ein Ding der Ewigkeit ist, dann könnte man vielleicht mal drüber sprechen. Und vorhin ist eben exakt das passiert. Und da sind wir jetzt. Ja, das ist das opulente Schlafzimmer. Ich habe mich jetzt nicht großartig bemüht, hier irgendwas Dekoratives einzubauen. Mit Kamin natürlich. Ich muss ja sagen, also dieses randlose Glas, dieses frameless Glas oder wie man das nennen möchte, ist nicht so mein Fall. Auch diese Tönung da drin, ist Geschmackssache. Ich habe jetzt bisher noch keinen Weg gefunden, das auszustellen. Zwar beim Patchen habe ich es versucht, hat allerdings nicht hingehauen. Gut, ja, jetzt habe ich natürlich gar nichts erklärt zu dem Stockwerk hier. Was soll man auch erklären, ist ja nichts da. Ja, man meint down, man könnte hier runterfallen, das gefällt mir nicht so ganz. So. Bayerische Raute am Boden, so wie es gehört, natürlich. Mit Grill und Stühlen und langweiligem Gedöns. Was haben wir hier? Ach ja, das ist ein Mahnmal. Ein Anti-Cheater-Mahnmal, wenn man so möchte. Das ist nämlich ein Endportal, was man natürlich nur bekommt, wenn man den Enderdrachen tötet. Und das ist hier faktisch der Fall gewesen. Denn als der eingeführt worden ist damals, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Version das war, dachte ich mir, ich will mir das Vieh doch mal anschauen. Denn damals hatte ich mir noch nicht die Mühe gemacht, ein echtes Portal in irgendeiner Festung zu suchen und dachte mir, naja, holst du ihn dir mal her und kannst du es dir angucken und dann, ach, was weiß ich, gehst in den Kreativmodus oder was weiß ich und machst das Vieh platt. Ist ja kein Problem. Da hatte ich ja noch nicht gewusst, dass der sämtliche Blöcke vernichtet, bis auf Obsidian und Endstone. Und Bedrock natürlich. Wusste ich nicht, dann hat er hier seine Kreise gedreht und hat mein komplettes Haus zerstört, hat mein komplettes Lager zerstört, was damals eigentlich für die damaligen Verhältnisse richtig schön voll war mit seltenen Sachen und mit vielen, vielen schönen Dingen. Mit Diamanten und haste nicht... Gab's da schon, waren es auch Diamanten? Ja, natürlich Diamanten, klar. Die gibt's schon ewig. Was rede ich denn? Ja, also er hat wirklich alles vernichtet, was ich hier hatte. Bis auf die Monsterfalle, die ich mir damals zusammengeklöppelt hatte. Und irgendwo da oben ist er dann verreckt. Den musste ich natürlich wieder tot cheaten, das muss ich dazu sagen, weil dadurch, dass der hier durch die ganze Gegend geflogen ist und die ganzen Lagerkisten unten vernichtet hat, lagen die ganzen Items in der Gegend rum. Die verschwinden ja nicht, sondern es ist wie wenn man mit der Axt die Lagerkiste kaputt macht. Also sämtliche Doppelkisten, die randvoll waren, sämtlicher Inhalt, die ganzen Items sind da rumgelegen. Das Spiel war am Laggen, man konnte sich nicht mehr bewegen. Wenn man die Maus ein bisschen bewegt hat, dann hat es wirklich 10 bis 20 Sekunden gedauert, bis das Spiel reagiert hat. Unmöglich, diesen Drachen zu töten, also musste ich ihn totschieten. Das war irgendwo da oben. Und deswegen ist dieses Portal jetzt hier. Ein kleiner Reminder für mich, dass man mit Cheats keinen Scheiß anstellen soll und gefälligst ehrlich spielen soll. Wusste ich vorher auch schon und jetzt halte ich mich auch dran. Aber, mein Gott, es ist auch sehr praktisch. Man kann immer gleich in den End gehen, wenn man hin möchte. Man muss nicht erst hinfahren. Und, ja, genau. Gut, was haben wir hier drüben? Hier drüben haben wir ein paar armselige Farmchen. Eine Kaktusfarm, eine vollautomatische Zuckerrohrfarm, eine Kakaobohnenfarm, die habe ich hier einfach so außenrum geklöppelt, weil ich brauche sie nicht wirklich. Ich mache keine Kekse, die habe ich früher schon nicht gemacht und inzwischen, naja, seit man die eben vermehren kann, mach ich auch nicht mehr Kekse, ich brauche die Dinger nicht. Kürbisse und Melonen natürlich. Da drin schwimmen die Hühner. Das ist natürlich die Eierfarm. Wir können uns das Ganze auch noch von unten anschauen. Es ist sehr verwinkelt hier alles. Sehr viel mit Tunnels verbunden. Und fast alles ist vom Haupthaus erreichbar. Also ich habe hier ein eukozentrisches Bahnsystem angewendet. Das heißt, der Mittelpunkt ist immer das Haus. Jede Lied geht dann quasi spinnennetzartig vom Haus weg. Also das Haus ist immer im Zentrum. Hier haben wir einmal das
hat man ja gesehen von meinem Video, was ich zu imitieren versuchte. Und das ist eben meine Variante, die kann man hier wild wechseln. Das Bild könnte der ein oder andere noch kennen, denn das habe ich direkt hier drin aufgenommen. Momentan läuft die Huhn-Variante. kann man auch jederzeit umstellen auf diese Variante, weil irgendwann funktioniert sie vielleicht nicht mehr. Was weiß ich, ab dem 1.5er Update kommt ja sowieso eine Umstellung im Redstone, die alles einfacher machen soll, wie es denn hieß. Mit dem kleinen bitteren Nachgeschmack, dass das eine oder andere nicht mehr funktionieren könnte. So, hier, das ist natürlich noch nicht wirklich das Lager, das sind die Eier. Das ist Zuckerrohr, habe ich jetzt nicht so viel, weil ich auch ziemlich viel verbraten habe. Hier sind Kakteen drin. Was wir hier haben, ist quasi eine, naja, wirklich die Hühnerfarm. Hier oben ist ein kleiner Dispenser drin mit Eiern. Den kann man hier anschmeißen mit einem, mit einer rapiden Glock, die dann einfach die Eier da reinschießt, damit die Hühner rauskommen. Und das können wir uns auch mal von unten anschauen. Da ist der Wesley Crusher natürlich drin, der dafür sorgt, dass wir die Hühner killen können und unser Zeug mitnehmen können. So. Eins hat überlebt, was soll das denn? Dabei habe ich die Dauer eigentlich hochgestellt. Na, egal. So. Das ist eigentlich hochgestellt, weil immer welche übrig bleiben. Hier natürlich ein Maintenance-Shaft, damit man sich die Maschinerie ja nicht anschauen kann, damit man halt ein paar Reparaturarbeiten vornehmen kann, falls irgendwas kaputt sein sollte oder nicht mehr so funktionieren sollte. Da hat es gerade ein bisschen geleckt. Das ist auch eine neue Sache, die nicht allzu viel Spaß macht. So, hier kommt der ganze Schmonsens raus. Also die Eier und die Sugarcanes und die Kakteen. Die kommen hier raus. Dann kommen wir hier gleich ins Lager. Das könnte man in etwa auch aus einem Video von mir kennen, nämlich das Lagersystem für Pedanten. Hier ist der Holzbereich. Hier drüben der Steinbereich. ja, und alles natürlich schön kategorisiert. Ich möchte jetzt das mit den Schildern auch beibehalten, auch wenn wir jetzt diese Frames haben. Denn ich mag das eigentlich ganz gerne mit den Schildern. Das ist jetzt der Essensbereich, den musste ich jetzt erweitern, eben um Kartoffeln und um Karotten und wie heißt der? Kürbissuppe. Kürbissuppe, Pumpkin Pie, natürlich. Amboss gibt's auch schon. Und hier drüben haben wir noch Erde, Gravel und Sand und was weiß ich, beerdeter, na Quatsch, begraster Erdstein und sowas. Da sind wir wieder hier, weil es ist ja alles rund ums Haus angelegt. Mit Kühlschrank, zack, und wir kriegen ein Huhn, eingebratenes, brauchen wir jetzt aber gerade nicht, das können wir gleich wieder hier reintun. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir können ja einfach mal hier runter gehen. Es gibt noch ein kleines Geheimräumchen hier. Man muss ja auch was verzaubern können. Das hat sich hier versteckt. So, hier können wir Potions brauen. Hier ist das zum Enchanten. Dann habe ich noch ein kleines Versteck hier reingebaut. Und zwar einmal, naja gut, das ist weniger spektakulär. Immer einfach mal einen Brunnen, weil man so viel Wasser braucht. Und ich will nicht dauernd rausgehen, vor allem nachts, wenn dann die Monster draußen sind, will ich Wasser da haben. Und hier eben der große Enchantment-Raum mit den 30 Bücherregalen. Ich weiß, den braucht man nicht mehr. Es sind jetzt 15 völlig ausreichend. Aber einfach aus nostalgischen Gründen habe ich das Ding mal gelassen. Da hing er gerade mal wieder. Sehr schön. Ja. Soweit nichts Atemberaubendes. Und die halt schön versteckt, dass man es von außen nicht sieht. Auch der Stein hier wird zu einer Treppe geändert, damit man da schön angenehm runterlaufen kann. So, es geht allerdings natürlich noch weiter runter. Wie könnte es anders sein? So, hier unten haben wir natürlich ein Netherportal, da werden wir auch noch hingehen. Und hier haben wir die... Ah, jetzt hängt da gerade ein bisschen. Hier haben wir die Kuhfarm vom Panda, die kann ich natürlich auch sehr gerne verlinken. So. Kühe sind da drin. Moment, ich muss ihn gerade ein bisschen laden lassen. So, ich hoffe, jetzt geht's besser. Das Ding sieht von innen eigentlich in etwa genauso aus, wie er es in seinem Video auch beschrieben hat. Kühe hier eben drin, die kann man dann immer nach vorne holen. Die sitzen alle in Minecarts drin. Vorne kann man sie dann breeden lassen. Falls das Ding mal kaputt gehen sollte, und das tut es von Zeit zu Zeit, leider Gottes,
muss man das ja auch nachfüllen. Und ihr habt ja gesehen, da dieser Quickdrop ist es ja nicht, aber es ist einfach so ein Wasserloch. Da passt die Kuh nicht durch. Da kriegt man die im Leben nicht hin. Also ist hier hinten eine kleine, ein kleiner Aufbau, um das Ding nachzufüllen. Man muss einfach quasi eine Kuh hier auf die Schiene stellen, hinten eine Minecart, in der Kiste da oben sind Minecarts. Dann schickt man das da nach vorne, kann hier wählen nach links oder rechts. Und dann wird es einfach reingedroppt. Und mit dem Knopf da oben kann man die, diese Umschichtautomatik, die man ja vorne auch hat, einfach um das nächste Paar Kühe zu erlangen, kann man da hinten auch anschalten. Das heißt, da unten drunter läuft nochmal eine komplette Redstone-Leitung. Damit man es von hinten auch bedienen kann. Sonst müssen wir immer nach vorne laufen. So, die Kühe, die können wir uns jetzt auch mal zu eigen machen. Die werden natürlich freundlicherweise schon gegrillt. Ich brauche das Schwert überhaupt nicht. So, und wir haben gleich gebratenes Rindfleisch zur Hand. Wunderbare Sache. Jetzt kommen wir schon ins Schienensystem. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Aber das kann ich schon mal zeigen, weil hier keine Haltestelle ist. Das hier ist der Raum der Melonenhaufen. Das Sinnloseste, was ich gemacht habe, das passiert, wenn einem langweilig ist. Das sind drei Türme. Die gehen runter bis zur maximalen oder minimalen Bauhöhe. Und die sind eben ringsrum mit Treppen versehen. Das sind einfach ganze Melonen. Ja, das ist der Langeweile-Effekt. So. Hier drüben haben wir die Netherwarzenfarm. Überirdisch geht ja inzwischen, Gott sei Dank. Ziemlich simpel. Links und rechts ein Dispenser mit einem Eimer Wasser drin. Und dann das Ganze hier so treppenförmig angelegt. Dass hier vorne alles angespült wird. Brauchen wir jetzt nicht anschmeißen. Ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Außerdem brauche ich gerade keine. Okidoki. Dann können wir eigentlich von mir aus zum Schienensystem schauen. Das befindet sich hier. Es ist relativ viel auf relativ engem Raum doch gebaut. Aber ich hoffe, alles relativ gut. Es war sehr schön viel relativ verwendet von mir. Erreichbar. Nein, wir können erst noch hier reinschauen. Das ist die Slime-Farm. Wir sind gerade auf Peaceful, deshalb passiert hier nicht viel. Ja. Außenrum mit Wassergraben. Die sammeln sich dann hier in der Ecke. Und kommen dann hier oben wieder raus. Ist natürlich nichts drin. Denn wo keine Monster, da keine Slimes, logischerweise. Also keine Slimeballs. Soweit, so gut. Na, jetzt ist aber gut hier. So, das sind die drei, das sind zwei Tracks sind es eigentlich nur. Und hier drüben sehen wir, welche Schiene man natürlich nehmen muss, um wohin zu gelangen. Das heißt, wir brauchen die Linie A1, um zur Monsterfalle zu kommen. Die Linie A2 zur Slime Farm, zur Kobbelhöhle und zu den Delta Labs. Delta Labs ist einfach eine Höhle. Ich habe die Höhlen, die ich im Umkreis gefunden habe, immer Labs genannt. Kleine Anlehnung an Doom 3. Kobbelhöhle ist einfach eine riesige Höhle, die inzwischen nur noch aus Kobbel besteht. Auch ein Phänomen der Langeweile. Und die erste Stelle, wo ich Slimes entdeckt habe. Die hier waren dann praktischerweise, die habe ich irgendwann mal entdeckt, weil ich den... Ja, man kann ja sein Seed irgendwo eingeben und dann kriegt man angezeigt, in welchem Chunk Slimes sind. Und dann habe ich hier eben dann das Ding noch reingeklöppelt. Dann bei B1 gibt's die Strip Mine oder die Strip Mine, einfach wo ich Strip Mine kann. Die wollte ich möglichst weit weg haben, weil ich hier den Untergrund, wo ich wohne, nicht so verschandeln wollte. Und eine Strip Mine ist ja vom optischen her nicht wirklich so ansprechend. Rapture, wenn es sein muss, können wir da auch noch hinschauen. Das ist eigentlich nichts Spektakuläres. Das ist bloß, wo ich dann das Endportal gefunden habe. Und ich habe den letzten Teil davon unter Wasser gebaut. Ja. Langweilig. So, B1 sekundär. Das ist quasi eine Weiche auf der Linie B1. Die führt zur Skelettfarm. Da habe ich im Berg praktischerweise direkt nebeneinander zwei Skelettspawner gefunden. Sehr seltene Sache, aber durchaus praktisch. Und dann zur Baum- und Schaffarm. Das ist die gleiche Haltestelle, das ist nicht die gleiche Maschinerie. B2 geht Alpha Labs, Beta Labs, Gamma Labs, wieder drei Höhlen, relativ unspektakulär. Und B2 sekundär geht zur Weizenfarm und zur Barad-Dur. Barad-Dur für die Leute aus Herr der Ringe werden wissen, was ich damit meine. Für die nicht, Barad-Dur heißt einfach dunkler Turm und den werden wir auch noch zu Gesicht bekommen. Die Monsterfalle dürfte auch bekannt sein. Für den einen oder anderen. Die habe ich nämlich in einem Video auch schon gezeigt, über den selektiven Häcksler. Das ist genau das gleiche. Das ist direkt aus meiner Singleplayer-Welt rausgefilmt. Das Vieh hier, da ist natürlich gerade auch nichts los.
denn ich möchte jetzt einfach mal eine Ruhe haben. Da hat man jetzt natürlich Schiss, dass man da reinfällt, aber es ist wirklich Glas. Man kann es stellenweise doch noch erkennen mit diesen diagonalen Schattierungen hier. Der selektive Häcksler, naja, also oben sind ein paar Spawning Grounds. Hier werden sie dann getrennt in Zombies, Skelette und Creeper und hier drüben eben die Spinnen. Die Spinnen an den sterben an dem Kaktus und droppen dadurch was, also Spinnenseide, was sie natürlich nicht machen würden oder meistens nicht machen würden, wenn sie in die Lava kommen, weil sie nur einen hoch sind und damit das Gedroppte in die Lava fällt. Das kann man sich da unten abholen. Hier kann man nochmal ins Innere reingucken, also nicht ganz ins Innere, man kann sich hier reinstellen und zuschauen. Genau, die Spawning Grounds, die sind natürlich ziemlicher Schrott. Damals, als ich das Ding gebaut habe, dachte ich mir, Wahnsinn! Eine Monsterfalle, wie cool ist das denn? Das ist ja mal ein cleveres Design. Aber inzwischen gibt es da um Welten bessere, die viel effizienter sind und ja, viel besser funktionieren. Ich habe auch kürzlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass ich das Ding umbaue und ordentliche Spawning-Pads oben drauf setze. Kann das ja auch so bauen, dass zum Beispiel überhaupt keine Spinnen spawnen, keine Enderman. Allerdings wäre dann mein selektiver Häcksler, den ich eigentlich doch ganz witzig fand, der wäre dann ziemlich sinnlos. Also lasse ich das. Vielleicht baue ich irgendwo an anderer Stelle nochmal eine andere Monsterfalle, die dann dementsprechend effizienter ist. Das war jetzt A1. A2 können wir uns nicht sparen. Da können wir eigentlich mal hinfahren. So, dann legen wir das hier um und fahren eben zu A2. Das ist die Slimefarm nochmal von unten. Die ist ja quasi gerade links von uns. Aber die Schiene, da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass die Schiene ziemlich nah dran vorbeiführt. Also habe ich das dann einfach noch mit angebunden. Warum denn auch nicht? Es kann ja mal sein, dass man da hin muss. Zum Beispiel für etwaige Reparaturarbeiten. Da kann man schon mal reingucken. Da sieht man leider ein bisschen Redstone, das konnte ich nicht verhindern. Das ist eben für hier, dass man da rüberlaufen kann. Das ist ein normaler Piston hier und ein Double Piston Extender auf der anderen Seite, damit man eben diesen 3-Block-Gap oder diese 3-Block-Lücke hier überwinden kann. Möglichst sicher. Und ja, an sich sollte hier nichts kaputt gehen, aber es kann ja immer mal sein, dass man hier rein muss. Also alle Möglichkeiten offen halten, man weiß ja nie. So. In die Kobbelhöhle und in die Delta Labs müssen wir nicht fahren. Ich habe natürlich immer hingeschrieben, wo es hingeht. Immer zum Haupthaus, wie gesagt, eukozentrisch. Falls es diesen Begriff nicht gibt, habe ich ihn gerade gebildet. Man könnte auch ökozentrisch sagen im eigentlichen Sinne, denn Öko kommt ja auch von Oikos, vom Griechischen, und heißt so viel wie Heim oder Umgebung. Aber ökozentrisch hat schon eine Bedeutung, die ist schon besetzt. Slime Farm. Light Maintenance. Da kann man eigentlich bloß von oben drauf schauen. Hier sind einfach die ganzen Laternen angebunden. Falls da mal irgendwas nicht mehr funktionieren sollte. Genau. So, Monsterpilz-Zuchtkrater. Völlig sinnlos. Hier war früher eigentlich mal ein Zombie-Spawner drin. Den ich dann aber nicht mehr gebraucht habe, weil die Viecher sowas von unbrauchbar sind. Außer für XP und, naja, es gibt bessere Wege, XP zu sammeln als durch Zombies. Da unten ist halt Myzel drin, ja, da kann man dann von oben oder von was weiß ich wo den scheiß Riesenpilz abfarmen, so. Sinnlos, aber existent. Dann schauen wir doch Weizenfarm. Ja, Weizenfarm, oh, das muss ich... Sollen wir das... Ja, ich lasse es mal Weizenfarm. Es ist ja jetzt, ich hab's ja jetzt erweitert. Denn es ist ja nicht mehr nur eine Weizenfarm, sondern ich habe es auch noch erweitert für Karotten und für Kartoffeln. Fahren wir da doch mal hin, das ist, oder fahren wir doch erstmal hier hin, B1. B1 passt, B1 sekundär passt auch. Wo war ich? So, genau. Das hier ist wieder die Netherwarzenfarm und der Melonenhaufen, hinter uns der Kuhgrill. So, da haben wir jetzt die Skelettfarm, da sieht man natürlich nicht allzu viel. Die kommen dann hier raus, hier waren früher Lagerkisten, die habe ich allerdings woanders hingeschafft. Hier kann man sie an- und ausschalten, sie ist gerade aus. Wenn man sie anschaltet, dann wird der Raum, wo die Spawner sind, natürlich dementsprechend dunkel. So,
Diese neuen Falltüren sind übrigens sehr cool. Und das ist sie jetzt von außen. Und quasi da hinten hier im Berg. Das habe ich hier markiert mit dem Lehmblock. Das markiere ich mir immer so, wenn ich weiß, dass ich da mal reinbuddeln muss oder können müsste. Die fahren dann hinten mit dem Wasserfahrstuhl hoch, hier hoch, rüber und fallen dann da runter und sind dann nur noch ein Einschlag-Kill. Dann sind wir auch schon wieder hier. Es ist alles recht nah. Kaktusfarm. Toll. Haben wir schon gesehen. So, wir müssen natürlich wieder runter, weil unten unser Minecart steht. Genau, die Lagerkisten habe ich ja versetzt, wie ich gesagt habe, und zwar hierhin. Ja, da ist dann quasi, da sind Knochen drin, da sind auch Knochen drin, also die sind voll, die hier sind allerdings noch leer. Hier sind Bögen drin, hier drüben sind verzauberte Bögen drin, hier sind Pfeile drin. Diesen drunter sind auch noch leer, also das ist alles voll mit Pfeilen, das ist alles voll mit Knochen. Ja. Und hier geht's auch noch weiter zur... Na, jetzt hängt er wieder. Ja, ich habe die Karte gerade erst aufgemacht, das heißt, ich war an den ganzen Stellen noch nicht. Das heißt, die ganzen Gebiete sind noch nicht geladen. Das hier wird jetzt die... Baum- und Schaffarm. Darf ich aussteigen? Vielen Dank. Schauen wir erstmal zur Baumfarm. Das ist die Maschinerie da drunter. Ich hatte mir eigentlich was viel Besseres daraus erhofft, aber naja, jetzt habe ich sie gebaut und ich lasse sie stehen. Da haben wir hier 4 Reihen mit 4 Baumarten und da kann man jetzt rübergehen, das Ganze abholzen. Und wenn man das möchte, senkt man den Boden ab und alles wird in die Mitte zusammengetrieben, dass man eben von den ganzen Drops hier nichts verliert. Zum Beispiel jetzt bei den Dschungelbäumen hier, die sind ja ziemlich geizig, was jetzt die Saplings angeht. Dass man da eben alles mitbekommt. Dann fährt man die ganzen Dinger wieder hoch und kann rüberlaufen und das ganze Zeug anpflanzen. Der ganze Spaß kommt dann hier in der Mitte an. Muss man dann abholen. So, das war das. Wir hören es schon. Jetzt schauen wir mal schnell zur Schaffarm. Das ist die große Schaffarm. Das sind 16 Gehege hier außenrum für 16 Farben. Wen hätte es gewundert, dass es 16 Farben sind? Ich mach mal schnell den Game Mode an, denn das sieht um einiges besser aus. Ja, was heißt ein Game Mode an? Quatsch. Ich kann den Creative Mode damit überfliegen können. Und dann sieht das Ganze nämlich um einiges schöner aus. So, das sind jeweils 20 Schafe von jeder Farbe. Natürlich nach den Regenbogenfarben außenrum geordnet. Und weiß, hellgrau, dunkelgrau und schwarz und braun. So, dann können wir auch gleich eigentlich wieder rausgehen. Das war das. Ja, wen hätte es gewundert, dass es 16 Farben sind. Ich schätze mal auch, dass es dabei bleibt. So. Weit so gut. Dann könnten wir eigentlich schon mit der B2 sekundär weitermachen und zur Weizenfarm gehen. Muss mir noch einen besseren Begriff einfallen lassen, weil es ist ja, wie gesagt, nicht mehr nur Weizen, so heißt das richtig, sondern auch Kartoffeln und Gelbirium. Karotten. Ja, B2 sekundär. Das heißt, wir schalten den hier um und den hier um. Stimmt das? Ja. Und nehmen das gleiche Kart. Und fahren dann natürlich dementsprechend in eine andere Richtung. Da hinten baut sich noch was auf. Oder vielleicht auch nicht. Doch, jetzt. So. Schauen wir doch mal hier hoch. Oh, da baut sich noch viel auf, ja. Das hier ist der untere Teil der Weizenfarm, wo auch die Maschinerie beheimatet ist. Das ist eine Kiste, wenn man jetzt was aberntet. Man muss ja vielleicht mal was ablegen, weil das Inventar sonst zu schnell voll wird. Und hier kann man jetzt sich aussuchen, was man alles abernten lassen kann. Also entweder nur Weizen, da müsste ich eigentlich Weizen reinsetzen. Fällt mir gerade auf. Schäm dich, schäm dich. Das habe ich erst kürzlich gebaut, seit dem 1.4.2er. Ja, ich glaube, ich habe es in irgendeinem Snapshot gebaut. Im letzten Snapshot habe ich es mal gebaut. Oder Kartoffeln, oder Karotten, oder alles zu dritt. Alles zu dritt auf einmal abholzen oder abfarmen zu lassen, würde ich nicht empfehlen. Denn das könnte ein bisschen laggy werden, wenn man sich das hier mal ansieht.
Also wir haben hier drei Spaten mit Weizen, drei Spaten mit Karotten und mit Kartoffeln und drei Spaten mit Karotten. Wenn man das alles auf einmal abfarmen lässt, könnte es ziemlich anstrengend werden. Bau dich mal auf hier, wir wollen hier nicht durch die Gegend gucken können. So, hier stehen einfach nur ein paar sinnlose Lagerkisten. Also das ist ja einfach nur das sind ja nur Birkenplanks. Habe ich hier hingestellt, weil die eben bei mir so ausschauen wie Lagerkisten. Und ich fand das ganz witzig. Ein kleines Lagerchaos. Die auch schön mit dem neuen Wither-Bild. Haha. Hier natürlich mit den Seeds zum Lagern. Kohle brauchen wir auch. Kartoffellager, Karottenlager. Ist natürlich im Moment noch etwas dürftig, weil ich die noch nicht so lange habe. Hier noch Samen für Melonen und für Kürbisse. Schlafgelegenheit. Und man kommt natürlich auch hier wieder raus. So. Und wir sehen das nochmal von hier. Und da hinten ist wieder das Haus. Da ist die Kürbisfarm und die Melonenfarm. So, und wir können mal von hier einen kleinen Blick auf Barad-dûr werfen, wo wir gleich hinfahren werden. Das ist das Ding, was sich hier nicht gescheit aufbaut. Also diese... Man kann ja über die neuen Updates sagen, was man will. So, ich hoffe, es ist aufgebaut. Aber seit dem 1.4.2er Update baut sich die Welt so dermaßen langsam auf, dass es zum Kotzen. Na, schaut euch das mal an, da fehlt ein riesen Loch hier drin. Also das ist Barad-dûr. Da fahren wir jetzt hin. Das Ding hat eigentlich angefangen, jetzt finde ich meinen Eingang nicht da. Das Ding hat eigentlich angefangen als völlig sinnloser Turm aus Netherbricks. Den wollte ich einfach mal bauen, um ihn gebaut zu haben, einfach weil es geht. Der hat jetzt natürlich eine andere kleine Erweiterung erfahren. Und die werden wir alsbald sehen. Oh, da baut sich nichts auf. Jab, 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 was mache ich mit dir? Ich will keinen Mond im Haus haben. Da, oder diese riesige Leinwand hier. Schaut euch mal an, wie kacke das aussieht. Also hier gegenüber ist genau nichts drin. Das geht gar nicht. Da muss ich irgendwann mal noch abbranden in irgendeinem Podcast. So, jetzt sind wir wieder hier. Und, naja, zur anderen Seite geht's eigentlich bloß raus. So. Nichts Besonderes. Was allerdings jetzt dieser Turm hier, was diesen Turm so speziell macht, ist folgende Sache. Es ist eine Eisengolem-Farm, wo sich schon wieder einige angesammelt haben. Ich denke, die können wir mal anwerfen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das Ding zu bauen. Entweder wir nehmen den Selbstabholmodus, den machen wir jetzt einfach mal. Könnte ja was laut werden. Ja, kennt man das? Naja, knapp 3,5 Stacks, da kann man doch nicht meckern. Kann man wirklich nicht meckern. Also, wir machen den wieder aus. Das andere, was es noch gibt, ist der Nether-Transport. Damit hat es Folgendes auf sich. Wenn ich das hier umlege, bleibt die Lava permanent offen. Hier tut sich ein Loch auf und wir müssen diese Pressure Plate wegnehmen. Das heißt, jeder Eisengolem, der hier runterfällt, wird instantan durch die Lava getötet. Und das hier läuft direkt in ein Nether-Portal. Der Nether ist natürlich derzeit inaktiv, weil wir nicht drin sind. Und sobald wir rübergehen, finden wir das ganze Eisen, was hier angekommen ist. Das wird rübergespült, bleibt da liegen, nichts geht verloren, nichts despawned. Und sobald man halt im Nether drüben ist, hat man dann, was weiß ich, ja, einen riesen Arsch voll Eisen. Dachte ich, wäre ganz witzig. Ich hatte allerdings ein bisschen Ärger, als ich das Portal gebaut habe, dass ich dann in unmittelbarer Nähe ein neues Rückkehrportal dann hatte. Das hat sich jetzt allerdings wieder gelegt, komischerweise. Man muss es vielleicht ein paar hundert Mal zerstören, damit es funktioniert. Also damit es nicht mehr angesteuert wird, sondern das alte Originalportal wieder angesteuert wird. Irgendwann, es klappt auf jeden Fall. Wir fliegen nochmal. Nee. So. Und dann schauen wir einfach mal hoch. Hier sind einfach nur Stockwerke, die völlig nutzlos sind. Da kommt jemand. Nee, oder auch nicht. Müsste nicht runterfallen? Oh, die bedrängen sich hier. Das ist natürlich blöd. So. Jetzt seid ihr herzlich. Oh, die glitschen hier in der Gegend rum. Das ist natürlich Mist. So. Wir fallen mal runter. Das war natürlich so nicht gedacht.
Das sind hier die Spawning Grounds für die Iron Golems. Dann können wir hier mal rausschauen. Eine wunderbare Aussicht. Das da hinten ist die Sandgrube. Da habe ich einfach ein riesiges Loch in die Wüste geschlagen. Und irgendwo hier oben gibt es noch einen Schalter, damit man die Iron Golem Farm ausschalten kann. Ich weiß jetzt aber nicht genau wo. Irgendwo bei einer Leiter oben. Ja. So, wenn man hier mal hochschaut, man kann natürlich von innen auch nach oben gehen. Da kommt man dann hier durch die Löcher raus. Hat hier oben dann noch ein schönes Leuchtfeuer. Und naja, sieht doch gar nicht mal so schäbig aus. War auf jeden Fall ein richtiger Arsch voll Arbeit, das kann ich versprechen. Vor allem auch hier drunter immer diese Rundungen schön hinzukriegen, auch mit den Treppen da noch alles schön abzurunden. Ein Arsch voll Arbeit, der macht wirklich nicht viel Spaß. Wir können noch hier rüber fliegen. Das ist die Monsterfalle von oben. Wie gesagt, Schrottdesign, aber die werde ich, glaube ich, so lassen. Ich werde eventuell noch irgendwo anders eine bauen. Ich habe noch das eine oder andere hier zu tun. Zum Beispiel auch einen Breadmaker, also so einen Brotmacher, werde ich noch bauen. Mit diesen Dispensern, die dann alternierend immer entweder Bone Meal oder Seeds rausschmeißen. Schau dir das an! Das ist eine Frechheit, das ist einfach eine Frechheit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, könnt ihr mich aufregen? Ich könnte mich aufregen. So. Jetzt hat man nochmal unten die Slimefarm gesehen. Also hier ziemlich öde. Sandsteingebäude. Nach oben kann man, da kann man natürlich drüber laufen. Ah, mit Fledermäusen jetzt auch. Und hier Spawning Grounds. Das könnte man eventuell gar nicht mehr sehen, weil es hier so dunkel ist. Das ist auch Sinn der Sache. Ja. Wie gesagt, das brauche ich irgendwann noch. Vielleicht brauche ich noch einen Kartoffelmaker oder keine Ahnung. Das ist nicht zu fassen. Das ist echt nicht zu fassen. Hier ist eine kleine Brücke. Und noch eine Brücke. Jetzt nicht den... Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es wirklich erschreckend langsam sich inzwischen aufbaut, seit der 1.4. Treffend formuliert, das ist wirklich erschreckend langsam. Obwohl ich hier ja gerade eben schon war, eigentlich. Da, das darfst du auch noch. Danke sehr. So. Ja, Eis ist fertig. Dann können wir natürlich wieder schön in den Survival-Modus gehen. Ein bisschen Eis mitnehmen. Hier sind die Eismaschinen. Man möge sich fragen, der eine oder andere, wie ich hier Eis machen kann. Das ist ja augenscheinlich eine Wüste. Naja, man hat es ja an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Hin und wieder liegt ja hier Schnee rum. Das liegt an der einfachen Tatsache, dass das hier ein verschissenes Eisbiom ist. Es ist ein riesiges Eisbiom. Es ist riesengroß. Und wenn wir hier oben hinschauen, das ist natürlich jetzt auch nicht sauber aufgebaut. Ich habe die unmittelbare Umgebung um mein Haus und auch noch ein bisschen weiter mit Glas überdacht, damit es nicht dauernd schneit. Weil es mir auf den Sack geht, den ganzen Schnee immer wegzumachen. Sämtliche Wasserquellen musst du überdachen. Eine Weizenfarm zum Beispiel, völlig undenkbar, weil man immer einen Block drüber platzieren muss. Dann müsste man ein Dach drüber bauen. Wie scheiße schaut das denn aus? Wie ein Gewächshaus. Ich hatte eine lange Zeit hier, wo jetzt die Schafe sind. Das ist die kleine Schaffarm. Und die kleine Kuhfarm und die kleine Schweinefarm. Was heißt klein? Ich habe nur... Ja gut, die Kuhfarm ist unten. Schweinefarm, die bleibt hier. Da stand früher ein Gewächshaus, ein riesiges Gebäude aus Glas, wo ich dann eben meine ganzen Sachen angepflanzt habe. Es half ja nichts, ja? Man musste ja irgendwie verhindern, dass das Ganze zu Eis wird. Und dann alles auszufackeln, schaut dann auch nicht so hübsch aus. Ja. Jetzt haben wir eigentlich hier soweit alles gesehen. Wir könnten jetzt entweder in den Nether gehen, das wäre so das Finale, was ich zeigen könnte. Oderer. Oh, in den End können wir auch noch schauen, natürlich. Bleiben wir erstmal bei der Oberwelt und dann machen wir noch die beiden Unterwelten und dann soll es das gewesen sein. Ja, deshalb habe ich dann in einer Riesenaktion... Mein Kart steht noch im Barad-Dur. Da laufen wir schnell hin, das ist ja gleich gemacht.
Genau, da habe ich dann irgendwann meine Welt hier, also nicht allzu viel, aber ich habe halt einen Teil überdacht. Freundlicherweise natürlich auf Ebene 128 und kurz nachdem, wie könnte es anders sein, kurz nachdem ich fertig war, wurde dann die Bauhöhe erhöht auf 256 und dann dachte ich mir, naja, komm, dann muss ich es auch hochbauen. Dann muss ich die Glasschicht auch wirklich ganz nach oben bauen, dass sie nach Möglichkeit von unten nicht mehr so erkennbar ist. Es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, sie war nicht allzu gut zu erkennen. Nachts hat man sie gar nicht gesehen, fand ich sehr schön. Das hat sich ja augenscheinlich jetzt wieder geändert durch diese neue Glastextur, mit der ich noch nicht so ganz zufrieden bin. Vielleicht macht er da auch nochmal vielleicht macht er generell noch ein paar Veränderungen. Was ich auch gerne noch verändert hätte, sind die Wachstumsstadien der Kartoffeln und der Karotten. Die sind jetzt noch nicht so eindeutig erkennbar. Man sieht zwar das letzte Wachstumsstadium, also wenn sie fertig sind, aber die Zwischenstufen sieht man noch nicht so schön. Außerdem, wenn sie angepflanzt werden, schauen sie noch zu gleich aus. Jetzt in diesem Texture-Pack natürlich. Nicht im Default, aber da sind sie auch nicht allzu hübsch. So. Es gibt ja Leute, die sind Fans von Unterwasserbauten. Ich bin's nicht. Also fahren wir einfach mal nach B1 für die Leute, die es sehen wollen. So, das stimmt. Jetzt werden wir natürlich richtig krasse Aufbaueinbrüche sehen, wenn man das so nennen kann. Ja, schau dir das an. Na, noch geht's. Ja, hier sind noch ein paar Höhlen. Habe ich natürlich auch, immer wenn ich wieder auf mein Schienensystem gestoßen bin, habe ich noch die Höhle natürlich mit einer Tür angeknipst, dass man immer mal wieder zurückkehren kann. Und jetzt geht's los. Ah, was hast du getan? Jens Maria Bergenstein, was hast du getan? Maria habe ich jetzt dazu gedichtet, einfach, man kennt das ja. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Eltern, die einen beim vollen Namen anreden, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder wenn man irgendwo Scheiße gebaut hat. Ja, natürlich ein kleiner Tick von mir immer, ich baue diese Schächte gerne nach. Und hier haben wir auf der einen Seite immer einen Stone Brick, der ist auf der anderen Seite nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich, dass wenn man denn irgendwo in der Höhle unterwegs ist, oder irgendwo im Gelände unterwegs ist und zufälligerweise auf diesen Schacht hier treffen sollte, weiß man immer, wie man nach Hause kommt. Oder wenn man irgendwo mal sich in dieses Ding hier reinbuddelt und denkt, okay, das kann ich anknüpfen, weiß ich gleich, in welche Richtung muss ich meinen Kart stellen, damit ich nach Hause komme. Weil hier, naja, es ist alles gleich, es ist nur straight in eine Richtung, es ist ziemlich langweilig hier. Man weiß ja nicht, wo man lang muss. Ich glaube, hier müsste die Strip-Mine sein. Ich glaube, ja. Die umliegenden Höhlen, die kenne ich jetzt gar nicht mehr so, weil das waren die ersten, die ich gefunden habe. Ich hatte eine Riesenhöhle unter meinem Haus, was mir teilweise Sachen vereinfacht hat, teilweise Sachen erschwert. Zum Beispiel die Slime-Farm war eigentlich fast schon so ausgehöhlt. Das war ein riesiger, naja, Krater war es noch nicht ganz. Unsinn, ich habe Unsinn erzählt. Hier ist die Strip-Mine. So. Und das war ja noch nicht alles. Jetzt kommt es erstmal zur ersten Kurve. Nein, hier ist schon Rapture. Das ist jetzt alles unter Wasser. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war ein Riesenhaufen Arbeit und letztendlich bringt es überhaupt nichts, denn es ist nur dunkel wie Sau. Es sieht nicht mal schön aus. Es könnte auch Nacht sein. Man sieht nicht mal eindeutig, dass es unter Wasser ist. Also, mal abgesehen von Hühnern? Ja. Mal abgesehen von Tintenfischen, das ist natürlich ein eindeutiges Indiz. Ja. War ein Riesenhaufen Arbeit und war es eigentlich letztendlich gar nicht wert. Gut, hier geht's nochmal runter. Ich hätte auch gleich eine Kurve bauen können. Das weiß ich gar nicht mehr, warum ich das nicht gemacht habe. Ich war ja schon seit Monaten nicht mehr. Bestimmt ein halbes Jahr oder so. Keine Ahnung, ich habe jetzt da überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Wüsste jetzt auswendig auch gar nicht mehr, wo es lang geht. Hier ist drin? Nee, natürlich nicht. Ah ja, hier ist das Portal. Da gehen wir jetzt aber nicht durch. Wir gehen natürlich durch das, was praktischerweise vor der Haustür steht. Die Rückfahrt schneide ich raus.
Die war jetzt einmal langweilig genug, die müssen wir jetzt nicht ein zweites Mal erleben. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder daheim. Ich habe jetzt den ganzen Klumpatsch und das ganze Gramuri, was ich noch dabei hatte, in die Kisten verfrachtet. Und jetzt schauen wir einfach mal hier in den End. Brandneue Enderman-Farm, XP-Farm habe ich hier gebaut. Vor ein paar Wochen erst. Deswegen schaut sie auch in etwa so aus wie die auf dem Minecraft-Server. Die sollte sich jetzt irgendwann hier alsbald aufbauen. Ja, und da sind die Spawning-Etagen da oben. Das dürfte alles sein. Also die läuft wie der Teufel. Die läuft richtig gut, da kann man sich echt nicht beschweren. Also hier alles relativ ähnlich gehalten. Sieht natürlich ein bisschen aus, ja, sieht sehr aus wie auf dem Minecraft-Server. Minecraft-Server. Aber ich dachte mir, wenn was gut funktioniert, wenn was nicht kaputt ist, warum reparieren? Das Ding läuft erst rein. Ein bisschen was habe ich hier natürlich anders gemacht, aber was soll's. Ich habe jetzt keine Lust hier da drauf zu prügeln, das wird eh nur wieder laut. Hier finde ich auch ganz schön, dass hier diese Circle Stone Bricks, wie die sich hier zusammen mergen, zu einem gesamten Teil. Das ist recht cool eigentlich. Die haben auch neue Töne drauf. Leck mich doch. Zwei Ambosse, warum? Weil es geht. Ja. Unspektakulär, aber effizient wie Sau. Hatte ich lange Zeit nicht gebaut. Also ich hatte eigentlich immer die Skelettfarm. Die ist natürlich ein Scheißdreck gegen das hier. Die Skelettfarm, mein Gott, da steht man so ewig, da steht man so ewig. Wartet man, dann schmeißt man irgendwann so eine Health Potion drauf, dann fängt das Spiel wieder an zu laggen, weil es einfach zu viele Items und zu viele XP-Kügelchen sind. Du bleibst hier. Haben wir uns da verstanden? Glaubst du es? Befehlsverweigerung. Ja. Das war's eigentlich im End, was ich ganz witzig finde. Vielleicht können wir das hier mal sehen. Hier drüben ist einfach nur eine von vielen Höhlen, wo ich Endstone abgebaut habe. Ich brauche viel Endstone, weil mein Haus ist aus Endstone. So wie auf dem Server. Weil es einfach hier einfach hammergeil ausschaut. Es sieht einfach aus wie Marmor oder sowas. Ja, genau. Und man sieht es leider nicht. Schade. Es gibt im End Fledermäuse. Die sehen wir jetzt hier leider nicht, aber ich hatte vorhin wirklich Fledermäuse. Ich denke mal, das ist ein Fehler. Ich denke mal, das wird noch behoben, weil es einfach von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn macht. So, hier das ist natürlich das Habitat gewesen mit sicherem Zugang zum Portal nach Hause. Das ist hier so eine crappy Pyramide. Und auf geht's, nach Hause. So, es ist Nacht. Na schön, warum nicht? Also diese... Oh, das ist so ewig braucht jetzt zum Aufbauen. Das ist sehr lästig. Soll Jeb doch da mal was machen? Nicht immer neue Dinge reinbauen, immer neue Dinge reinbauen, sondern einfach erstmal die alten Kinderkrankheiten beheben. Wie wäre das denn? Wäre das mal eine Maßnahme? Allein seit es diese Standalone-Server-Sache da eingeführt worden ist, es ist nicht mehr das Gleiche. Es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Das mit den Kartoffeln und mit den Karotten war auch so eine Sache. Nein, ich will noch nicht zurückreisen, danke. Ich musste ja ewig weit reisen, denn ich spiele die Map jetzt. Also das ist wirklich die allererste Map, die ich angefangen habe. Ich habe nie eine zweite ernsthaft angefangen. Das ist die allererste, seit ich Minecraft installiert habe, ist das die Map, auf der ich spiele. Natürlich habe ich diverse Test-Maps und Creative-Maps ohne Ende. Aha, wir haben Hunde, danke sehr. Selbstverständlich, aber die Singleplayer-Map, ich habe nie eine andere angefangen. Das war damals zur 1.8.1-Zeit. Also vor der Vollversion natürlich. Ja. Genau, und deswegen war es relativ problematisch. Man muss ja diese Karotten und diese Kartoffeln, die kriegt man nicht von irgendwo her. Vielleicht in der Starterkiste, ich habe noch nie eine benutzt. Wie auch. Vielleicht auch in irgendwelchen Kisten in Dungeons oder in Minenschächten. Ich weiß es nicht, ob die da jetzt auch reingepflanzt werden. Hilft aber alles nichts, dadurch, dass die Map so alt ist und ich schon so weit rumgekommen bin. Ja,
musste ich eben verdammt weit reisen, um eben auch ein Village zu generieren, was bewohnt ist. Es gab ja früher immer diese unbewohnten Villages, von denen bin ich im Umkreis zugeschissen. Na, was heißt zugeschissen? Es sind ein paar im Umkreis von meinem Haus. Aber alle unbewohnt. Und dadurch, nur durch die Einführung von bewohnten Villages, wären diese alten Unbewohnten noch lange nicht bewohnt. Hier, kleines Lager, eigentlich nichts Zeigenswertes. Hier, die allererste Netherwarzenfarm, als es eben noch nicht in der Oberwelt gegangen ist. Mit automatischem Lichtschalter, der ist auch sehr cool. An dieser Stelle auch danke an Pande. Schönes Video. Ist inzwischen obsolet, ist nicht mehr brauchbar, aber ich lasse es einfach stehen. Reine Nostalgie. Wir sehen natürlich hier ganz eindeutig, dass hier alles aus Slabs ist. Und ich habe mich wirklich bemüht, den Nether entweder voll mit Lava zu kotzen oder mit Slabs auszukleiden, einfach damit wir hier unsere Ruhe haben. Das hat einen sehr einfachen Grund, denn ich habe jetzt eine Goldfarm gebaut, die endlich funktioniert. Das war eine schwere Geburt, das Ding zu bauen. Zunächst haben wir hier einmal eine Lagerkistenstrecke, die ist nur mit Boosterschienen gebaut und hier natürlich eine zum Fahren. Blaze Farm und Side B. Da kann ich gleich was dazu sagen. Blaze Farm ist schlicht und ergreifend das hier. Das Ding kennt man. Blazes spawnen hier am Spawner, der gerade natürlich wieder erst anfängt sich zu drehen. Und die fallen dann runter, werden dann treffen auf die Pressure Plates, werden nach innen gedrückt, versammeln sich dann kollektiv hier unten. Wir müssen sie natürlich auch reinlassen. So, Herrschaften, dann machen wir oben wieder zu. Werfen den Crusher an. Dadurch werden sie runtergecrushed, also werden nehmen Schaden, bis sie nur noch einen Schlag brauchen, um getötet zu werden. Und man kriegt Blaze Rods und XP. Du auch. So. Muss man natürlich ein bisschen idlen davor, also ein bisschen AFK spielen. Und dann kann man da schon ein bisschen was rausholen. Ja, das ist eine Festung, auch ziemlich nah an meinem Haus gelegen, fand ich auch sehr praktisch. Und wie gesagt, wenn man jetzt hier weiterfährt, hier ist keine Haltestation, einfach weil man dieses Stückchen laufen kann. Wenn man da ewig lang weiterfährt, kommt man irgendwann mal zu Side B. Side B, auch wieder angelehnt an Doom 3, ist letztendlich nichts anderes als, ein Portal, was irgendwo anders auf die Welt führt. Und da wollte ich mir mal die Möglichkeit offen halten, an einer neuen Stelle mal wieder neu anzufangen und, wieder mal Holz mit der Hand kloppen und wieder mit Holzwerkzeugen erstmal zu arbeiten, bis man irgendwann mal Stein hat. Back to the Roots habe ich dann nie durchgesetzt, weil es mir irgendwann auf Dauer zu doof war. Aber vielleicht baue ich da die andere Monsterfalle hin. Könnte sein. Ich spiele auch mit dem Gedanken, noch eine Tintenfischfarm zu bauen, die würde sich da auch anbieten. Einfach, weil sie hier in der Nähe vom Haus scheiße ausschaut und sich nicht ins Landschaftsbild einfügt. Und da drüben, da wäre mir das egal. Da würde ich sagen, okay, gehe ich in Nether, fahre ich mal schnell rüber, farm ein paar Tintenfische, so ich denn welche brauchen sollte. Ich habe eigentlich mehr Inksacks, als ich brauchen kann, als ich verschreiben kann. Wenn ich das Ding baue, ich weiß es noch nicht sicher, dann baue ich es da drüben. Und jetzt kommen wir zur Goldfarm. Was wirklich ein Arsch voll Arbeit war. Es war wirklich ein Arsch voll Arbeit. Allein das Ding erstmal zu bauen, war schon Arbeit genug. Oh, ich brenne. Ich brenne. Das ist neu. Das ist neu. Okay, ich war seit der 1.4 nicht mehr hier, muss ich zugeben. Also offenbar fängt man hier an zu brennen. Ist das, weil hier Lava drankommt oder was? Das wäre doch Schwachsinn. Oder weil Lava drüber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht das nochmal ummanteln mit irgendwas. Ja, das ist die Goldfarm. Sieht etwa ähnlich aus wie die Endfarm. Ist auch vom Design eigentlich auch nicht viel anders. Bis auf die Tatsache, dass die hier einfach runterfallen. Und nicht darauf warten, dass man sie kaputt schlägt.
Könnte man natürlich auch machen. Man könnte es auch wieder als XP-Farm umbauen. Wäre vielleicht dahingehend interessant. So, schauen wir mal an. So, wir sind jetzt hier und haben schon 52 Nuggets. Das heißt, wir kommen an und können uns fast schon... Ja, wir haben 54 Nuggets. Das heißt, wir könnten uns 6 Barren bauen und könnten uns jetzt schon eine Boosterschiene bauen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die gerade will. Wie gerade so das Spawnverhalten ist. Aber man kann so rechnen, so, ja... Sagen wir mal 4 Minuten, dann könnte man schon einen Goldblock machen aus den Nuggets. Wieso brenne ich da? Okay. Vielleicht gibt es da eine Antwort im nächsten Snapshot. Weil das kann es ja nicht sein hier. Schau das mal an. Das kann es echt nicht sein. Also das war vorher nicht so. Das hat vorher astrein geklappt. Tja. So, jetzt haben wir hier wirklich 54 Nuggets. Wir können uns eigentlich sofort 6 Barren draus machen. Daraus kann man sich wieder schön 6 Boosterschienen machen. Also ganz so ineffizient ist sie nicht. Naja, manchmal spawnen sie eben hier doch noch, weil das eben ein voller Block sein muss. Man kann ja keine Steps setzen. Das ist das Problem. Weil Türen stehen ja nicht auf Slabs. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist ja in gewisser Maßen wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich meine nicht, ich sage nicht unmöglich, weil ich sage, es ist wirklich zu viel Arbeit, aufwendig. Hallo? Hoffentlich nicht, das hat meine Hunde alarmiert. Ja, sieht nicht so aus. Die sind sehr träge, die Hunde, muss ich sagen, bei mir. Oder vielleicht bin ich auch nur zu weit unten. Ich sage wirklich, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es einfach so viel Arbeit ist und man nie damit fertig werden würde. Nee. Es ist wirklich unmöglich, weil wenn einer von euch schon mal unten war im Nether, unten, wo es gar nicht mehr weitergeht, da wo der Bedrock anfängt. Es ist ja nicht so, als würde da einfach Nether-Drag planen und ohne Lücken auf Bedrock treffen. Nee, da bilden sich selbst im Bedrock Lücken und zwischen Bedrock und Netherrack bilden sich auch Lücken. Die sind auch meistens auch 2 hoch. Das heißt, da unten kann auch was spawnen. Und allein da unten, was da einfach für Lücken sind, ich weiß gar nicht, warum das so ist, das kann man nicht alles ausmerzen. Das kann man nicht alles blockieren. Also es ist unmöglich, den Nether 100% spawnsicher zu machen. Aber ich habe es jetzt so weit gemacht, wie es nötig ist. Ich habe um die Falle rum in 144 Blöcken alles, was ich gefunden habe zumindest, spawnsicher gemacht. Entweder mit Lava, wie gesagt, oder mit Slabs. Es war eine Arbeit, dass ich glaube, es waren bestimmt 2 Wochen. Ich spiele auch nicht so häufig, also ist 2 Wochen eine relative Aussage. Aber ich habe es gemacht, es war viel Arbeit und man sieht ja, es trägt wirklich Früchte. Was ganz interessant war, ich habe natürlich zuerst die Falle gebaut. Die lief, naja, nicht toll, aber es gab Spawns. Und als ich dann angefangen habe, den Umkreis abzusichern, den Umkreis auszulavern oder auszuslabben, dann lief die Falle auf einmal überhaupt nicht mehr. Dann lief sie gar nicht mehr. Also du fängst an, die Umgebung spawn-proof zu machen, wenn man so will. Und die Falle leidet darunter in einer Weise, dass sie nicht mehr funktioniert. Dass sie dermaßen an Effizienz einbüßt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber als ich dann irgendwann mal außen rum war, wirklich komplett 144 Blöcke. Es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Was das Slabs kostet, was das Reisekosten kostet, wie oft man da drauf geht, wenn man permanent wieder in die scheiß Lava fällt und an irgendwelchen Punkten gar nicht hinkommt und sie erst hinbauen muss. War nicht schön. Aber ich denke, es war lohnenswert für den Effekt, den man daraus ziehen kann. Ja, ich denke, das war's soweit. Da hinten irgendwo ganz, ganz weit weg gibt's noch ein Baumhaus, das auch ziemlich crappy ist und relativ nutzlos. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, ich denke nicht. Ja, gut, das soll's soweit sein. Paratur baut sich auch sehr langsam gerade auf. Ja, ich werde natürlich, ja wie gesagt, ich werde noch eine Tintenfischfarm bauen und Breadmaker, Kartoffelmaker und Karottenmaker vielleicht. Vielleicht mache ich es auch so, dass man den einfach nur umstellt, also halt was Neues ins Dispenser reinschmeißt. Nicht mehr Seeds, sondern Kartoffeln. Das weiß ich noch nicht, den werde ich auf jeden Fall noch irgendwo unterbringen, wenn ich denn weiß wo.
irgendwo im unteren Geschoss. Und die Map wird irgendwann, falls Interesse besteht, selbstverständlich, ich möchte euch nichts aufs Auge drücken, wird es irgendwann natürlich zum Download geben. Allerdings erst, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Das finde ich, glaube ich, eine ganz demokratische und diplomatische Lösung. Wenn ich sie nicht mehr spielen will, dann werde ich sie gerne anbieten, aber bis dahin behalte ich die noch für mich. Und wir werden ja sehen, ob überhaupt Interesse besteht. Wenn nicht, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Dann spare ich mir das Hochladen und das Verlinken, weil die ist jetzt, dadurch, dass ich schon so lange spiele, auch ziemlich groß. Ich habe auch große Gebiete schon erkundet. Das heißt, die Datei ist jetzt nicht mehr so wie was weiß ich, wie groß sind denn Maps normalerweise? Also die sind schon ein paar Megabyte sind es schon. Ne? Das ist schon gut was. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gezeigt, aber was soll ich euch jetzt hier in Höhlen reinführen? Was soll man da sehen? Das ist ja völlig uninteressant. Gut. In dem Sinne, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nicht allzu hässlich, was man jetzt hier gesehen hat. Nicht allzu langweilig. Wer jetzt in den Kommentaren fragt, ob man das Ding denn downloaden kann, der hat augenscheinlich nicht bis zu Ende geschaut. Sollst du einen Vollpfosten geben, dann mach den fertig. Na, nur Spaß. Also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich, bis zum nächsten Mal.